Auf Fischdude bin ich durch Zufall beim Stöbern bei eBay gestoßen. Der Titel und das Cover sahen irgendwie bekloppt aus, also muss ich unbedingt wissen, was dahinter steckt. Ein Spiel mit einem Fisch als Star. Wird es also ein Plattformer? Minispielsammlung? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Fischdude für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Sadio entwickelt und von Soul für 1991 in den USA veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher und bei uns in Europa erschien es leider nie. In den USA gehört das Spiel zu den selteneren und auf jeden Fall teureren Modulen. Anscheinend kam das Spiel damals nicht so an und es gibt dann einfach wenig Module. Okay, das Spiel ist sehr früh im Gameboy-Lebenszyklus erschienen und daher verwundert es auch nicht, dass das Gameplay eher simpel gestrickt ist. Immerhin erwarte euch jedoch kein lieblöser Plattformer. Ihr spielt einen Fisch, genauer gesagt, nicht irgendeinen, sondern den Fischdude. Problem ist jedoch, ihr seid relativ klein und da gibt es viele andere größere Fische, die euch gerne verspeisen möchten. Zum Glück gibt es aber die Evolution und ihr müsst zusehen, dass ihr auch größer werdet. Das tut ihr ganz einfach, indem ihr kleine Meeresbewohner verspeist und dabei den größeren ausweicht. Wenn ihr geschickt seid, könnt ihr aber auch sogar größere auffressen. Problem dabei ist jedoch, dass ihr die von hinten erwischen müsst und das ist echt schwer und solltet ihr eigentlich gar nicht erst versuchen. Dazu schwimmt ihr durch insgesamt 18 labyrinthartige Level, die natürlich immer schwerer werden, weil ihr nach ein paar Abschnitten immer größer werdet und so natürlich nicht mehr so agil seid. Dabei nutzt ihr die Umgebung aus, um euch zu verstecken. Sollte es euch im Wasser zu brenzlig werden, könnt ihr aber auch kurz über die Wasseroberfläche springen. Aber da warten auch diverse Gefahren. Katzen, Piraten und Möwen machen euch dort das Leben schwer. Habt ihr eine bestimmte Anzahl von Fischen aufgefressen, habt ihr das Level geschafft und das nächste ist dran. Die Steuerung ist dabei simpel. Mit eröffnet ihr euer Maul, um zu fressen. Und mit dem Steuerkreuz navigiert ihr durch die Labyrinthe. Beim Fressen müsst ihr allerdings aufpassen, denn während des Aktes seid ihr bewegungsunfähig und damit logischerweise wehrlos. Ein größerer Fisch kann euch also leicht schnappen. Das Spiel ist bei dem Ganzen nicht gerade einfach geraten, aber irgendwie macht das simple Spielprinzip auch süchtig. Immerhin gibt es aber auch ein Passwortsystem und so müsst ihr bei einem Scheitern, und das wird früher kommen als gedacht, später dort wieder einsteigen, wo ihr aufgehört habt. Nicht gerade selbstverständlich zu der Zeit. Die Grafik ist natürlich eher simpel geraten, tut aber ihren Job. Ihr könnt alles jederzeit klar und gut erkennen, aber erwartet jetzt keine Meisterleistung. Immerhin sehen die Animationen sehr gut aus. Die Musik hört sich ähnlich an. Passend, aber nichts Besonderes. Die Effekte sind sehr zurückhaltend und kaum vorhanden, aber das stört jetzt auch nicht wirklich. Was taugt Fischdude für den Gameboy also heute noch? Im Prinzip erwartet euch hier ein simples Spiel, das sich voll auf das Gameplay konzentriert und das auch ordentlich umsetzt. Für eine kurze Runde zwischendurch kann man hier nicht viel falsch machen, es fehlt aber also einiges an Tiefgang. Ob das Modul in den USA wirklich so viel Geld wert ist, muss jeder selber für sich wissen. Das war der Test für Fischdude für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.